Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier und schwer zu erkennen aus Spanien zu unserer Hotlap am großen Preis von Spanien hier in Barcelona. Falls ihr neu seid, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen. Und falls euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich auch gerne freuen, dass uns das mit noch mehr nach oben zeigt. Das Debüt gab es in Spanien an sich, also hier vor 30 Jahren. Aber in Spanien, also im Circuit de Catalunya, Barcelona vor 30 Jahren und in Spanien direkt vor 1951 halt. Eine Länge hat 4,6 Kilometer und Runden, die es heute zu absolvieren gibt, sind 66. Also es wird ein hartes Rennen, weil die Strecke an sich jetzt auch nicht so, also die ist schon anstrengend für die Fahrer. Die 16 Kurven, 9 rechts, 7 links, die sind schon sehr, sehr intensiv, muss man sagen. Die Renndistanz ist eigentlich fast bei jedem Rennwochenende gleich immer um die 305 Kilometer oder hier jetzt halt 307,104. Die meisten Wins, wie auch bei den meisten anderen Strecken, hat der Michael Schumacher mit 6 als Legende und 4 als aktueller Fahrer mit Hamilton. Er kann es heute also von der Pole nochmal seine Marke verbessern. 4,6 Kilometer, 16 Kurven, 2 DS-Zonen und die einzige reelle Überholmöglichkeit ist natürlich nach Kurve 16 das Start und Ziel oder nach Kurve 10 diese kurze DS-Zone. Hier geht es also in unserem kleinen TV mit den runden Kanten aus der letzten Kurve raus. Die ist auch mit Abstand, finde ich, eine der schwierigsten Kurven. Diese Kurve 14, 15, die sind wirklich mega schlimm zu fahren. Aber die Strecke an sich mega cool und ich habe es immer auch gefeiert, wenn hier Alonso gewonnen hat, weil halt das sein Heim Grand Prix, seine Hut ist und er halt auch nur zweimal hier gewinnen konnte in Spanien an sich. Das ist natürlich schade hier, erste Kurve und zweite Kurve, die ist eigentlich, das sind die bekanntesten Kurven. Hier rechts nicht zu weit über den Körb drüber und links dann den Körb komplett meiden, weil dann dreht es dich einfach weg. Rechts voll Gas, rechts raus beschleunigen, nur nicht über die weiße Linie kommen, weil da sind die Track Limits sehr, sehr hart. Und dann hier diese langgezogene Rechtskurve, fast auf der weißen Linie hier, fast ins Gras. Du glaubst, du fährst mit dem linken schon ein bisschen Gras, aber bist noch nicht ganz da. Die Kurve hier, die kennt auch Ocon, der hatte da gestern einen Crash. Nein, das war vorhin in der vorherigen Kurve schon. Dann hier, wie gesagt, auch Stimme draußen in den ganzen Schwung und dann auch eine sehr knifflige Stelle hier, Kurve 7, 8, die hat es auch in sich. Da wird das Heck ganz, ganz leicht. Also überhaupt nach diesem Einlenken, wenn du ein bisschen über diesen Körper drüber fährst, dann wird das Heck ganz leicht. Hier Vollgas, die 9er geht, aber nur nicht, wie gesagt, rechts, da ist auch neben dem Körb das Kiesbett sehr, sehr nah. Dann kommt hier die erste Nummer, was ich gemeint habe. Hier kann man ziemlich gut überholen. Das war nach Kurve 9, nicht nach Kurve 10 natürlich. Und dann hier, jetzt geht es so ein bisschen in dem harten Anti-Room Mercedes, sehr, sehr gut ist. Da gut raus beschleunigen und dann zack, über diesen kleinen Hügel drüber, Kurve 11 und 12. Die 12er, die ist auch Hardcore, aber jetzt geht es in den letzten Teil der Strecke, den ich für besonders, das ist eigentlich der kniffligste Teil von der ganzen Strecke. Hier Kurve 13, die geht noch, auch wenn ich hier ein bisschen über diesen gelben Sausage Cup drüber gefahren bin. 14, 15, das ist so eine schwierige Stelle und dann hier raus beim Rausbeschleunigen auch mega, mega schwierig. Ihr seht es auch hier, zack, links schön über den Körper, auch rechts bin ich gut drüber gekommen und dann schön raus beschleunigt, nur kein Gewehrsteuer, 16, eigentlich nur noch Vollgas. Und das war schon eine Runde hier, aus der 16 dann nochmal raus, hier jetzt dann auch DS, zack, und dann kann man attackieren, im besten Fall, wenn man aus der 15er gut rausgekommen ist, weil die 16er ist eigentlich nur noch dran fahren. Und wie gesagt, gestern Qualifying sehr, sehr interessant. Hamilton natürlich wieder vor Bottas und Verstappen. Das ist eigentlich schon so unsere Main-Abstellung. Dahinter wurde es ein bisschen interessanter mit Perez und Stroll. Perez, der Rückkehrer von Corona, hat sich da ein bisschen besser qualifiziert. Auch Albon haben wir wieder 6er, sehr, sehr gut. Sainz, Norris, alles perfekt, muss man sagen. Eher wieder enttäuschen die Ferrari mit 9 und Vettel sogar nur 11er, aber auch nur wegen 2000stel, die ihn da auf Norris dann gefehlt haben in Q2. Das ist natürlich schade. Heute wird es ziemlich heiß und Verstappen lauert, aber diesmal natürlich mit gleichen, will ich nicht sagen recht, aber sie haben halt die gleichen Reifen. Also wird es wieder interessant werden, wer das bessere Reifenmanagement hat. Ein-Stop-Strategie wird ziemlich unrealistisch werden. Das denke ich mal wird 2-Stop und da wird es auch wieder mal die Strategie an sich machen. Wer den Start gewinnt, gewinnt also nicht ganz unbedingt das Rennen. Ich sage aber trotzdem, das wird einfach wieder so bleiben, wie sie starten. Vielleicht schlägt Bottas Hamilton. Abonniert gerne den Channel, wie gesagt, falls ihr neu seid. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Ich sag mal Hamilton vor Bottas und Verstappen. Also Verstappen hat heute keine Chance, denke ich mal. Schaut auch gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Twitter überhaupt, da mache ich jetzt so einen kleinen Talk halt.
Also ich schreibe da immer meine ganzen Meinungen zum ganzen Rennen. Vielen Dank fürs Zuhören. Später kommt noch Champions League. Morgen dann das Mega-Season-Rennen. Bis dahin. Dankeschön. Ich bin draußen. Ciao.